Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Kaum mal hier zu unserem beliebten Format. Yeah! Urbe! Genau so ist es. Und auch heute haben wir wieder was Tolles gefunden. Tatsächlich für uns heute, wir haben es heute erst gekauft. Ihr seht es natürlich später. Ne? Und ich bin schon echt gespannt. Ja, ich habe auch extra, weil es den Anlass hergibt, einen kleinen pflanzlichen Kollegen, der es mir präsentiert. Na, nicht so wackeln. Und zwar haben wir hier veganes Frit gefunden. Das gibt es nämlich jetzt auch seit einiger Zeit. Das habe ich letztens schon mal in irgendeinem Supermarktwerbeblatt gesehen. Wir haben jetzt hier Smoothie-Style Kokos Maracuja. Es ist also gelatinefrei und deshalb vegan. Und ja, was haben wir denn? Kaubonbon mit Vitamin C, Kokos und Maracuja-Geschmack. Ich glaube, er hasst Maracuja. Zumindest hat er immer alle Produkte, die es mit Maracuja gab, die ich ihm zu Kosten gegeben habe, die fand er nicht gut. Also auch so Saft und solche Dinge. Ja, weshalb das heute auch so ein gemischtes Ergebnis geben könnte. Ich bin tatsächlich gespannt, ob das wirklich wow ist, dass ein Kau ist. War doch immer der Slogan. Wow, es wird ein Kau. Genau. Das hat auch, folge dem Kau-Spaß auf fritt.de, Facebook oder Instagram. Genau. Also sie sind einzeln eingepackt. Ich glaube, das war früher auch schon so. Stimmt, ja, das waren jetzt diese... Aber ich habe es riecht... auch gerade schon gedacht. Boah. Auch schon beim Öffnen. Das also, riecht ganz schön durch. Es riecht nach Kokos und es riecht halt fruchtig. Ja. Aber man könnte auch fast Heidelbeeren trinken. Und dann ist es orange. Ja, das ist ja klar, das ist ja die Maracuja. Na gut, stimmt. Ich hatte jetzt eher mit was Weißem oder so gerechnet, wegen Kokos. Das würde ja total langweilig aussehen. Das stimmt auch wieder. Also hier ist es. Es ist natürlich auch so wunderschön eingeschnitten, wie Frit immer schon war. Es sieht irgendwie aus wie Käse. Ja, so wie Scheiblettenkäse. Ja, so Cheddar. Die sich so schön abdrehen. Bin echt gespannt. Ja, komm, ich auch. Wir kosten. Chin chin. Erstaunt bin ich mit dem Essen. Mm. Ja, und vor allem der Geschmack entfaltet sich erst später. Mhm. Mhm. Das erste Wort, das dir einfällt? Enttäuschend. Blombenzieher. Ja, gut, stimmt. Okay. Also, ich finde es lecker. Es könnte vielleicht ein bisschen weniger süß und dafür noch ein kleines bisschen fruchtiger sein. Kokosnuss schmeckt mir aber, finde ich, jetzt persönlich nicht so stark raus. Aber die Konsistenz ist schon so, wie ich mich an Frit erinnere. Also ich muss zugeben, ich habe lange keine Frit gegessen. Aber grundsätzlich waren die auch so klebrig zäh im Mund und das hat immer ein Stück gedauert, ehe sich das Kaubonbon halt aufgelöst hat. Der Hype ist so ein bisschen früher an mir vorbeigegangen. Ich hatte die schon immer mal. Deswegen kann ich auch gar nicht so groß was dazu schauen. Möchtest du denn heute mal die Ingredients-Liste überhaupt vortragen? So, und zwar, also wie gesagt, Frit-Kaubonbon mit Vitamin C, Kokos- und Maracuja-Geschmack. Ganz wichtig bei einem Kaubonbon, Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette, rat doch mal. Palmwerk. Natürlich, und Kokos. Ja. Verdickungsmittel ist hier Gummi Arabicum, dann Säurungsmittel Zitronensäure, 1% Kokosraspel, das ist nicht viel und weder optisch noch geschmacklich besonders präsent. Natürliche Aromen, Reisproteinhydrolysat, Passionsfruchtpulver 0,5%. Also wir haben im Endeffekt hier ein Kaubonbon mit Kokos- und Maracuja-Geschmack und von den beiden Hauptzutaten sind insgesamt 1,5% enthalten. Siehst du? Siehst du? Okay. Emulgator ist Zitronensäure-Ester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren.
Vitamin C ist noch zugesetzt und als Farbstoff Paprika-Extrakt. Deswegen ist es also richtig schön orange. Mm. Und okay, wir verwenden 100% zertifiziertes Palmfett aus nachhaltigem Anbau. Ja, es kommt aus Saint Louis. Mm. Ja, gut, also es sind jetzt hier 4 Streifen drin und das sind immer 14 Gramm. Genau, sind 56 Gramm insgesamt. Das hat ungefähr also 200 Kalorien, das Päckchen. Ich glaube, dass die Frittpackungen früher größer waren. Also, dass die dicker waren. Vielleicht locker 2- oder 3-mal so dick wie das hier. Achso, ich habe es auch noch verkehrt hingestellt. Oh, und es wird klimaneutral produziert. Da schauen wir doch gleich mal nach. Ja. Natürlich, durch CO2-Ausgleich. Ja. Also, es ist scheinbar heutzutage alles klimaneutral. Ja. Nur wird trotzdem noch CO2 in Massen hochgepumpt und man pflanzt halt irgendwo ein paar Bäume, wo ich dann immer so sage, das ändert ja aber an der Grundsache nichts. Also beschiss klimaneutral. Ja, ich denke. Klimaneutral light, nennen wir es mal so. Ich denke, für diese ganzen Bezeichnungen wird halt auch, denke ich mal, nicht so die nachvollziehbaren, strikten Richtlinien geben. Es darf sich halt einfach jeder auf die Verpackung patten und sagt, hey, wir sind die coolsten, wir sind klimaneutral, obwohl es denen im Hintergrund eigentlich wahrscheinlich vollkommen egal ist. Aber es ist halt momentan der Trend, das muss sein. Ich meine, Gottes Willen, ich will ja Firmen nichts unterstellen, aber man hat halt so ein bisschen den Eindruck, irgendwie, es ist halt schon... Es stellt halt nicht wirklich irgendjemand was an seinen Produktionsrichtlinien um, dass wirklich weniger CO2 produziert wird, sondern es wird nur irgendwo hintenrum ausgeglichen und dann heißt es, es ist klimaneutral. Richtig, das ist halt so ein bisschen... Das fände ich schön, wenn man das vielleicht auch mal so ein bisschen mehr transparent hätte und sehen könnte, was da denn passiert, weil so nervt es mich persönlich eigentlich eher, das zu lesen, weil ich mir dann so denke, wieder jemand, der das so drauf schreibt, aber was ist denn eigentlich? Ja, das ist irgendwie. Aber egal, wir sind ja hier, um zu Geschmack zu testen. Ich habe ja am Anfang gemeint, dass das ein bisschen enttäuscht war, das erste. Es war aber wirklich nur, weil der Geschmack relativ lange gebraucht hat, also so 2-3 Bissen, bis er sich dann entfaltet hat. Dann war er aber durchaus präsent und auch schön gleichmäßig, hat den Mund gut ausgefüllt, wie man das auch so beschreiben möchte. Manches Kaubonbon ist ja doch recht lasch, aber das hat durchaus einen intensiven Geschmack, der auch für mich jetzt als nicht unbedingt größter Maracuja-Fan vollkommen okay war. Deswegen würde ich als Kaubonbon durchaus schon auf eine 3,5 von 5 gehen und auf jeden Fall ein Ja. Ich würde sogar auf eine 4,5 gehen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr lecker. Ich muss aber ein bisschen einen Punkt abziehen, weil einfach der Kokosgeschmack für mich schwer zu finden ist. Ja. So. Ich habe schon das Gefühl, der ist irgendwie da. Also es schmeckt nicht nur noch Maracuja. Aber wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das Kokos ist, weiß ich nicht, ob ich drauf kommen würde. Aber grundsätzlich finde ich es ganz lecker. Es ist fruchtig. Wie gesagt, es könnte ein bisschen weniger süß sein und mehr fruchtig. Was wahrscheinlich, wenn es weniger süß wäre, automatisch so wäre. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich bei einem Kaubonbon, das halt auf Zuckerbasis ist, ja, auch relativ schwierig, das weniger süß zu machen. Das stimmt. Nee. Grundsätzlich sehr lecker. Ich persönlich könnte jetzt nicht sagen. Was? Doch, ich hätte eins. Ich glaube, dass die originalen Frit teilweise ziemlich hart waren. Also das hier ist weicher, das lässt sich angenehmer ankauen, sag ich mal. Ja, das stimmt. Die Konsistenz nach so ein paar Bissen ist dann schon wieder gleich. Aber ich weiß, dass die teilweise richtig fest waren. Gerade wenn die vielleicht richtig schon ein Stückchen im Laden lagen oder so. Ja. Und das hier ist halt schön geschmeidig, schön weich. Es kann natürlich sein, wenn es noch ein Stück liegt, wird es auch härter. Das weiß ich jetzt nicht. Ist ja noch frisch auf dem Markt, das Produkt. Ja. Aber wie gesagt, also von mir ein Ja und eine 4,5 könnt ihr auf jeden Fall kaufen. Gibt auch noch andere Geschmacksrichtungen. Ich glaube Heidelbeere und noch eine dritte Kirsche oder sowas. Und dann gibt es auch noch so Tüten, die sind ungefähr so groß. Das sind so Mixpackungen. Da genau. Sind dann 3 verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Aber grundsätzlich, also wir haben das jetzt hier mal bei Teddy heute gesehen, für 1 Euro die 4 Streifen. Und da haben wir gedacht, komm, zum Verkosten ist das eine schöne Option. Ich meine, wir essen jetzt nicht so viel Kaubonbon. Ja, richtig. Wir bräuchten eine größere Menge. Das, aber das
Ist durchaus noch nie so mein Ding gewesen, ständig diese Cowboy-Bonbons und so. Mamba früher. Mamba, ja, das war Und schon dann aus der cool. Folie so kleine Sachen falten. Ja, stimmt, doch, das, da sehe ich mich auch wieder. Nee, schreibt uns gerne mal rein, ob ihr auch im gehobeneren Alter noch solche Cowboy-Bonbons mögt, weil ich sag mal, es ist ja doch jetzt auch. Früher zumindest Fritt relativ auf Kinder Ja, abgezielt. also das wäre jetzt Hier wieder ist es jetzt nicht. nicht unbedingt so, ne? Da gab es doch auch immer dieses Maskottchen Das da. Frittmännchen, das war so ein Frittmännchen. Frittstreifen und ich glaube, der hatte Genau. ein Basecap auf Ja. und ich glaube sogar auch noch Turnschuhe, aber da bin ich mir jetzt Ja, ich nicht so ganz glaube. sicher. Oder ist er vielleicht sogar Skateboard Ja, gefahren? das kann auch sein. Also irgendwie sowas. Ja, Genau. deswegen, es zielt nicht unbedingt auf Kinder ab. Aber schreibt uns gerne mal, ob ihr eben solche Kau-Bonbon-Sachen mögt. Und wenn ihr das Knöpfchen da, wo Abonnieren steht, drauf drückt, dann Dann sehen wir uns freuen wir bald uns wieder. ganz sehr. Ja. Dann ist auch gerne wieder Lisa mit dabei. Richtig. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum Und nächsten heute Mal. passt endlich mal. Kaut rein. Genau. Ciao, ciao. Ciao.